Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Project 10 Pen. Ich habe einiges aufgebraucht. Wenn ihr wissen wollt, was ich so aufgebraucht habe im Vergleich, schau mal unter das i, da findest du das letzte Video. Und ich habe so auf einen Schlag 5 Produkte oder so aufgebraucht. Ihr werdet sehr schnell merken, da sind ganz neue Sachen dabei. Ich kann euch so ein Project 10 Pen ganz ans Herz legen, wenn ihr halt wirklich Dinge habt, jetzt beispielsweise die Sonnencreme. Normalerweise liebe ich die, aber durch das, dass ich gerade so viel teste, komme ich zu der nicht so richtig. Die ist noch zu, das ist gut, aber man kann die ja auch mal anfangen und aufbrauchen, weil eigentlich nützt man sie ja schon. Ich will jetzt nicht sagen gerne, sie ist nicht die beste jetzt in meiner Auswahl, deswegen wird die schon die ganze Zeit irgendwie nach hinten geschoben und ich habe die jetzt schon eine ganze Weile und jetzt ist sie halt wirklich mal dran. Und ich habe sie abgewogen, sie hat offensichtlich so in ihrem Urzustand 62,72 Gramm. Ich nütze für die ganze Wiegerei eine Briefwaage, die habe ich unten in der Infobox verlinkt. Die ist von Amazon, da kriege ich eine kleine Provision. Also guckt da gerne mal rein. Briefwaage kann ich immer empfehlen, wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, wie viel 1 Gramm Sonnenschutz ist. Na, also eine Briefwaage kannst du natürlich auch für Briefe nutzen, aber sie kannst du eben auch für Sonnenschutz nutzen, um einfach zu gucken, wie viel beispielsweise 1 Gramm ist. Das ist ganz cool. Ich nütze jetzt nicht bei jeder Anwendung, für diejenigen, die mich von meinem Kanal her nicht kennen, ich nütze jetzt nicht bei jeder Anwendung jetzt die Waage, aber so mindestens einmal, um von der Menge her, wenn ich was ganz Neues verwende, zu gucken, wie viel ist ungefähr 1 Gramm. Dieses ungefähr ist mir ganz wichtig. Wie gesagt, als erstes, ich weiß gar nicht mehr, was an der Stelle war. Müsst einfach mal ins alte Video gucken, denn das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und ich bin ganz froh, dass ich, da waren nämlich Produkte dabei, die relativ schwierig zum Handeln waren. Ich habe übrigens so meine Notizen unter mir, deswegen gucke ich immer wieder runter. Der Isana Pure Toner ist einer meiner liebsten, muss ich sagen. Aber auch hier ist die Problematik halt einfach die, ich habe ein Gewitter. Das hat man jetzt bestimmt auf dem Mikro. Hier geht es gerade richtig rund. Also, den liebe ich, aber ich habe gerade so viel Zeug zum Aufbrauchen. Ich habe insgesamt in meinem Schränkchen mit dem hier 4 Stück rumstehen und das verbraucht halt dementsprechend viel Platz. Und ich werde den definitiv nachkaufen, kann ich dir jetzt an der Stelle schon sagen. Aber es muss mal ein bisschen leerer werden und deswegen wird der jetzt gezielt mal so ein bisschen mehr aufgebraucht. Und der hatte 171,84 beim letzten Video, jetzt haben wir nur noch 92,92. Und ja, ich werde den leer machen. So Project 10 Pen Sachen sind ja meistens solche Sachen, die man jetzt nicht ganz so einfach aufbraucht. Oder dass man halt eben abseits dieses Produkts eben noch weitere hat, wie jetzt in dem Fall. Und dann wird es immer interessant, wie man dann mit den Sachen umgeht. Ich konnte das hier endlich mit meiner Briefwaage wiegen, weil das war zu schwer. Denn das ist ein ganz schöner Knüppel und 400 Milliliter voll. Ich bin ganz froh, dass ich da jetzt ein bisschen was aufgebraucht habe. Ich habe es halt immer dann auch für die Hände benutzt. Ich mag das nicht so. Also mein Favorite ist von Isana, die Urea. Body Lotion mit 10%, finde ich super, mag aber auch nicht in jeder, aber die kannst du unwahrscheinlich gut auch für die Hände verwenden. Die mag ich für die Hände nicht so, aber man tut sie ja in so einer Aufbrauch-Challenge auch so ein bisschen zweckentfremden. Und ja, nachkaufen würde ich sie nicht, ist trotzdem ein gutes Produkt. Ich mag halt, wie gesagt, auf meiner Haut diese Textur nicht so, ich weiß auch nicht. Also es hat sich nie so richtig durchgesetzt. Letztes Video 323 Gramm, jetzt 274,67. Also ein bisschen was ist weg. Und ich kann es mit der Briefwaage jetzt machen. Und das Gewitter geht hier gerade, hier geht gerade voll die Welt unter. Der Balea-Balm ist auch neu dabei. Ich habe ein richtig geiles Teilchen hier von Balea und Söhne, aber ich verbiete mir das gerade, weil ich erstens keinen Platz habe und zweitens, wenn ich den aufmache, nütze ich das hier nicht mehr. Weil der ist so schlecht. Ich höre immer wieder von Zuschauern, ja, sie mögen das, wenn da so ein bisschen auf der Haut drauf bleibt.
Wenn ihr den verwendet, müsst ihr Double Cleansing machen. Und Double Cleansing ist so eine Sache. Wenn ihr nicht Double Cleansen müsst, lasst es sein. Müssen bedeutet, wenn du geschminkt bist, dann müsst ihr auch alles runterkriegen. Double Cleansing, gut. Aber wenn du nicht geschminkt bist, und ich bin meistens nicht geschminkt, sollte nicht die Intention sein, bloß weil das Produkt nicht runtergeht, ich tue Double Cleansen. Weil jedes Mal frisch die Haut auszulaugen, jetzt mit einer zweiten Runde irgendwie mit irgendwas anderem, nicht machen. Ne? Also je weniger, desto besser. Aber wenn du, wie gesagt, geschminkt bist, und da selbst ich, wenn ich geschminkt bin Double Cleanse, da ist es halt für mich auch wichtig, vom Gefühl her einfach zu wissen, da ist alles runter. Aber ich mache das dann meistens nicht mit einem zusätzlichen Produkt, sondern mit einem Mikrofasertuch, und das funktioniert für mich ganz gut. Der ist ein bisschen mehr wie die Hälfte noch voll. Und ich bin so froh, wenn das Ding weg ist. Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben hier 81,91. So, Lavera Deo. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt. Das ist ein großes Problem bei so Creme-Deos bei mir. Ich kriege die nicht anständig leer und dann gehen sie manchmal sogar auch kaputt. Und das ist meistens bei so Produkten, die so Pöttchen sind, wenn man da mit dem Finger reingeht. Das ist halt wesentlich mehr Angriffsfläche für Bakterien. Und letztes Mal 59,49, jetzt haben wir 52,53. Das ist halt auch so sparsam, das Zeug. Und so krass schwitzen tue ich jetzt auch nicht, dass ich das ständig nütze. Muss nicht sein. Na. So, jetzt haben wir noch die Maske. Und die Maske habe ich tatsächlich einmal benutzt. Ich bin halt so gar kein Maskentyp. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, warum hast du sie dann gekauft? Die war im Adventskalender dran. Und ich wusste, als ich die rausgetan habe, die nütze ich mal für eine kleine Challenge, denn sonst würde ich es nicht nehmen. Ich habe die beim letzten Mal auch auf dem Hals aufgetragen. Das war gar nicht so blöd, muss ich sagen. 81,36 Gramm war es das letzte Mal. Jetzt haben wir 76,54. Also die ist noch ziemlich voll, also viel fehlt da nicht. Ich bin halt einfach nicht so ein Maskentyp. Ist kein schlechtes Produkt, aber ich bin halt absolut kein Maskentyp. Und solche Produkte landen bei mir dann eben auch im Project 10 Pan. Entweder hatte ich mal eine komische Anwandlung in der Drogerie, dass ich gemeint habe, ich müsste es jetzt haben, oder es ist irgendwo mit rausgekommen. So wie jetzt das Vitamin C von No, das ölig ist und das ich eigentlich echt nicht mag. Ich mag die öligen Serien von No überhaupt nicht. Ist auch aus dem Adventskalender rausgekommen. Ich hatte mir erst überlegt, so schenkst du es jetzt her oder gehst es nochmal an. Weil an sich ist es ja ein gutes Produkt, aber auf meiner Haut, ich hasse es wirklich. 58,56 und jetzt haben wir 55,65, ja, so ein bisschen was ist draußen, aber ich kann das halt immer nur tropfenweise verwenden, denn meine Haut ist relativ schnell speckig und ich mag das halt echt nicht. Und tagsüber trage ich das Vitamin C Serum auch nicht. Das kann ich halt einfach, ich habe es aber ADHS, ich ertrage das nicht, wenn ich meine Haut wasche und dann wieder speckig mache. Das versteht mein Kopf nicht und da hindert sich mein ganzer Körper. Das will ich einfach nicht. Und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen reinzuschummeln. 120 Stunden Serum. Das ist das Serum mit Niacinamid. Das war zu der Zeit, als nicht alles voll mit Niacinamid war, war das eine richtig gute Sache. Aber inzwischen hat jedes zweite Serum in der Drogerie Niacinamid drin. Das ist irgendwie Standard und man kauft sich halt nichts mehr, was irgendwie in der Richtung, also das kostet halt auch mehr, ne? Also es gibt halt günstigere. Und wir haben hier letztes Mal 63,41 gehabt und jetzt haben wir 59,53. Ist nicht viel draußen. Vielleicht habe ich es 2-3 Mal verwendet. Ich glaube, da werde ich lang genug noch davon haben. Vermute ich mal. So, und jetzt kommt ein Produkt. Das tragen wir gleich mal ein bisschen auf. Das ist nämlich der Balm. Und ich habe, wie man ja auch sieht, recht schmale Lippen. Durch dieses Schmale habe ich eigentlich nie so die Gefahr, dass meine Lippen so extrem austrocknen, als ich Corona hatte. Ja, da hatte ich trockene Lippen. Aber jetzt,
Ich habe eigentlich so gut wie nie trockene Lippen, ne? Also weil die halt wirklich super schmal sind. Das ist das Positive an so, ja, nicht vorhandenen Lippen sozusagen. Was hat das gewogen beim Wiegen? 18,9. Da fehlt echt noch nicht viel. Und ich glaube, den werde ich ewig rumschleppen. Den werde ich ewig rumschleppen. Habt ihr auch solche Produkte, die für euch gar nicht gehen, die ihr aber trotzdem zu Hause habt? Macht mal ein kleines Project Ten Pan oder macht's mit 5 Produkten oder so. Geht's mal an, so wie ich. So, jetzt haben wir noch ein Produkt, die Ceramidcreme. Ich habe für mich einfach auch entdeckt, im Vergleich jetzt beispielsweise mit der Rossmann-Creme, dazu wird es auch noch ein Video geben, dass die halt einfach nicht so gut aus. Ne? Also sie, ich weiß nicht mehr, wie die Inhaltsstoffe meiner Urea-Creme aus der Reihe, wie die so ist. Also die war mal gut. Ich habe die aber auch schon ewig nicht mehr gekauft. Viele ist hier nicht mehr drin. Aber dennoch nütze ich gerade halt einfach die von Isana mehr, weil ich sie halt eben auch für ein Video gerade einfach auschecke, wie sie so funktioniert. Und habe ich sehr schnell festgestellt, die gefällt mir ein bisschen besser als die. Und seitdem liegt die halt 42,88 Gramm. Also ist halt auch ein neues Produkt. So, dass wir wieder ein kleines Update haben. Falls ihr selbst bei der ganzen Sache mitmachen möchtet, macht es gerne in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne bei mir auf Discord vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Da gibt es einen eigenen Raum zum Aufbrauchen sozusagen. Muss ja keine Challenge sein. Ich bin halt ein sehr großer Freund, wenn man sich Produkte schon kauft, dass man sie eben auch aufbraucht und nicht nur wegschmeißt. Und dann kann man sie halt auch zweckentfremden. Vielleicht habt ihr ja Tipps. Knallt die mal unten rein. Ich sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!